Emotionen oder Ideen zurückhalten, unterdrücken, in sich hineinfressen? Bevor ich weitermache, eine etwas skurrile Frage. Würdest du jemanden eine Messe in den Körper oder sogar ins Herz rammen und kräftig daran drehen, damit es so richtig weh tut? Nein, oder? Aber irgendwie machen wir es trotzdem mit Gestiken und Mimiken. Ob bewusst oder unbewusst haben wir sicher schon andere Menschen mit unseren Worten verletzt. Alles, was wir sagen, hat einen großen Einfluss auf uns und auf andere. Es ist wie bei schlechtem und gutem Essen, entweder kräftig oder schlecht ist uns. Zum Beispiel, jedes Mädchen kennt das, wenn es um Thema Figur geht. Keinem lässt es so wirklich kalt, wenn jemand zu dir sagt, na, hast du ein bisschen zu viel gegessen oder oh, bist du eigentlich schwanger? Und du denkst dir nur, nein, ich habe nur zu viel gegessen, aber danke für die nette Erinnerung. Oder du hast eine Mathe-Schularbeit und hast jedes Beispiel gerechnet, das zum Lernen geht und hast dir jedes Tutorial angeschaut. Du warst in der Nachhilfe und dann kommst du in die Schule und du denkst dir, ja, ich kann alles, und deine Sitznachbarin kommt zu dir und sagt, oh Gott, ich habe nichts gelernt, ich bekomme jetzt nicht eine 5. Und diese Person, die vorher gesagt hat, sie bekomme eine 5, hat dann eine 2 plus mit Sternchen. Und du denkst dir, ja, gut. Und sie fragt dich dann nur, oh, was hast du? Eine 4 minus. Naja, wir können ja gemeinsam beim nächsten Mal lernen, aber ich brauche es ja nicht, wie man sieht. Und du denkst dir nur, ja, reib es mir rein. Ich habe nur das einfach von meines Lebens vorbei. Mit Lernen. Was ich hier gerade aufgezählt habe, war ja noch nicht schlimm, unter Anführungszeichen. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause, ihr wisst, dass ihr eine 5 habt und ihr wisst schon, dass eure Eltern nichts anderes von euch erwarten. Sie sagen es dir ja auch immer. Sie sagen, du hast nichts drauf, du bist nichts wert, du kannst nichts. Du bist nichts Besonderes. Und irgendwann nimmst du es an und du glaubst es und irgendwann bist du dir selbst egal und du hörst auf zu lernen, weil du denkst, es bringt sich nichts. Dann kommst du so an 5 und du schmust auf der Party mit irgendwem, weil du denkst, du, ich nehme den, den ich bekommen kann, denn ich bin noch eh nichts wert. Und du ziehst dich zurück, stößt deine Freundin von dir weg, weil du denkst, du hast sie nicht verdient. Du bist leiser, weil du denkst, du hast nichts zu sagen. Und irgendwann denkst du, ja, dein Leben hat keinen Sinn und du beendest es. Wörter können ähnlich verletzend sein wie körperliche Gewalt. Es kommt natürlich immer darauf an, wer es zu dir sagt. Es tut natürlich mehr, wie wenn es jemand sagt, der dir wichtig ist oder aus deiner Familie kommt. Jetzt würde ich euch gerne ein Zitat von Van Gogh vorlesen, der das sehr gut zusammenfasst. The more you love, the more you suffer. Übersetzt, je mehr du liebst, desto mehr leidest du. Natürlich kommt es immer auf die Betonung an, wie man ein Wort ausspricht. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie und was wir reden. Die Welt wäre sicher ein besserer Ort, wenn wir uns alle an das Zitat von Rumi halten würden. Bevor du sprichst, lasse deine Worte durch 3 Türen streichen. Beim ersten Tor frage, sind sie wahr? Beim zweiten Tor frage, sind sie notwendig? Und beim dritten frage, sind sie freundlich? Man sollte sich immer im Hintergedanken behalten, dass Sprache vieles kann, verletzen, heilen oder amüsieren. Nur eines können Wörter nicht, sie können niemals zurückgenommen werden. Man könnte behaupten, dass Wörter als linguistische Waffe eingesetzt werden können. Also bitte passt auf, was ihr sagt und danke für eure Aufmerksamkeit.